Was denn für Leute? Du hast die noch nie gesehen. Allerdings können die anderen erkennen, dass es sich dabei um Eldan Gorbas handelt, Ephadaios, Kasim den Magier, Fiona Svandottir, Karinor, Kiaras Karinor und Brindigian. Brindigian sagt einen Ignisfero an auf eure kleine Gruppe. Eldan Gorbas sagt auch einen Ignisfero an. Kiaras macht einen Sturmangriff, Fiona macht einen Sturmangriff Hammerschlag, Kasim sagt einen Frigisfero an und Ephadaios Sturmangriff verwandelt sich dann in Hai. Will euch totbeißen. Ich würfel erstmal die Ignisferi-Bomben aus. Drei Stück. Was passiert denn So heute ein eigentlich? Ignisfero oder das Massivaktion Sauer? Aber die haben Also ich möchte gerne meine Initiative ermitteln und sofort wegrennen. Ich möchte auch meine Initiative vermitteln und sofort anstürmen. Ihr seid überrascht. Ja, ihr könnt. Also die haben verkürzt, die haben gezaubert und ja, plötzlich sind sie da. Wie gesagt, Ömer hat irgendwas aufgehoben. Es ist explodiert in seiner Hand und während ihr dann noch guckt, was da passiert, kommen dann die Sturmangriffe in eure Gesichter. Wahrscheinlich bringen euch jetzt die Ignisphäre-Bomben um. Zweimal Feuer, einmal Eis. Danach kommen die Sturmangriffe von den anderen und die schlitzen euch auf. Nach ungefähr 5 Minuten kommt ihr wieder zu Bewusstsein. Die Sonne ist mittlerweile komplett untergegangen. Ihr wisst wohl nicht genau, wie lange ihr geschlafen habt. Ihr habt massive Kopfschmerzen. Das sind noch 5 Minuten. Noch 5 Minuten, genau. Dann Ungefähr können wir jetzt ja fünf reingehen. Minuten. Ragnar, was war das? Warum liegen wir am Boden? Ich weiß es nicht. Tu Aber nicht das ist so, jetzt schon als das würdest zweite du Mal mich fast. sagen, oh, ich geh mir schnell die Schuhe zubinden und im nächsten Moment haut es mich um. Etwas geschieht hier. Ach, Verfluchte, auf die Beine, alle miteinander. Ah, was ist Hüpf denn hier los? bald! Ruin ist, aber mir ist mir auch schon aufgefallen. Bloß was das ist. Und mal gucken, ob das Ding, was er aufgehoben hat, noch immer in seiner Hand ist. Von euren Lebenspunkten, die ihr aktuell hattet, macht das mal eine halbe draus. Also aktuelle Lebenspunkte halbiert. Ich bin ja richtig aufs Maul gerade. Gibt's wieder Wunden? Wie viele Lebenspunkte hattest du? 34. 34 halbe sind? 17. Dann kriegst du auch 2 Wunden. Eine, ach komm, eine. Jetzt Was bin mit ich auch den in der anderen? Wunde. Jana? Von 17 auf 9? 12. 15 auf 8? 17 auf 9, nein, 8 auch nicht. Jalan, du könntest glaube ich noch ein paar haben, ne? 12. 12? 12. Von 24 auf 12, oder? Von 23 auf Ja, 12. gib ihm eine Wunde. Ich bin Wunder, ich gebe dir auch gleich meine Wunde. Du kriegst eine Wunde. Was ist denn los in Wohin dieser kriege ich denn eine Wunde? Beschissenen Das Stadt? musst du mit mir reden, Frosty. Wohin bekomme ich eine Wunde? Irgendwas hier schöner. Im Kopf. Ja, ich habe gerne Wunden im Kopf. Früher war alles besser. Ragnar, du wirst mich jetzt zu dieser Residenz bringen oder ich trete dich dahin. Also erst einmal haben wir jetzt hier 5 Minuten rumgelegen, jetzt können wir erstmal hier reingehen und unsere Zeit mit dem Rathaus verbringen. Dann Denn wir lass haben jetzt Abel Zeit mir das gezogen. machen. Gibt's da ein Ding, was ich da aufgehoben habe, oder war das auch anscheinend nur eine komplette Illusion? Nein, Wir werden Abel mir nie hast du wiederfinden immer in dieser noch. Stadt. Hast du deine Hand ist zusammengeballt und ja, hast immer noch diese kleine Perle. Oh, Leute, ich habe hier was gefunden. Kann mir bitte jemand erklären, was das war? Naja, auf jeden Fall. Das hier ist real. Der öffnet die Hand, indem er sich wieder zu euch begibt und man sieht darin eine dunkle, glatt, metallisch schwarz glänzende Perle. Was ist das? Zeig mal her. Es hat eine Person fallen lassen, die hatte eine Hesinderobe an. Und kaum habe ich es angefasst, ist es irgendwie in meinen Händen explodiert. Ragnar, du hattest Zayat, hattest du gesagt, ne? Nee, ich hatte eigentlich mit einem anderen Ragnar Zayat, aber das habe ich dann doch nicht aktiviert. Habe mir? Ode Makanum. Sind drei wieder ein Hauch von Zauberei. Olmio, hast du Zayat? Nein. Ja, es gibt ein paar komische Symbole auf dieser kleinen Kugel. Wie viel ist die wert? Wie viel ist die wert? Ungefähr. Also, du würdest da bestimmt ja, 2 Dukaten für kriegen. Komisch. Ich glaube, das sollten wir mal zur Magierakademie bringen. Ist hier magisch? Wie viele Punkte hattest du über? 13? 13. Also 11 ZFP. Ich meine, es war ja offensichtlich, dass die Explosion gerade von Ömer kam.
Ja, zumindest die erste Explosion aus Licht kam von Ömer und die anderen Ignisferobomben kamen von den Magiern. Diese Kugel ist sehr magisch. Wo habt ihr sie her? Habt ihr sie gefunden auf der Straße? Also habt ihr ein Winde? Pass auf, hört zu, Magier. Ihr scheint irgendwie... Ömer scheint jetzt etwas zickig zu sein. Ihr scheint irgendwie nicht richtig zu verstehen, wenn ich etwas sage. Diese Kugel hat eine verdammte Frau in einer Hesinderobe gerade hier fallen gelassen. Kaum habe ich das Ding aufgehoben, explodiert es in meiner Hand. Soll ich euch nochmal aufschreiben? Wollt ihr einen dreifachen Durchschlag oder kommt das jetzt an? Hat jemand diese Frau sonst gesehen? Also ich sag, glaube ich, keine Frau um uns herum in einer Hesinderobe. Hat man das Gesicht von der Frau gesehen? Nö, das Gesicht nicht, da hast du nicht so drauf geachtet. Du hattest eher dann, dein Fokus lag eher auf der Perle und dann beim Hinterhergehen hattest du gesehen, dass sie wohl Hesinderobe anhatte. Also du hast die mitbekommen. Und einen knackigen Arsch? Knackigen Arsch hatte sie auch. Das ist gut. Wir bringen die Perle zum Tempel, jetzt. Zum Tempel? Zum Tempel. Zum Hesindetempel, würde ich hoffen. Ragnar, natürlich zum Hesindetempel. Ob ich Grobschmied habe? Natürlich habe ich Grobschmied. Metallkunde würde ich auch zulassen, aber ich glaube, das hat keiner von euch. Ich habe auch Grobschmied. Natürlich geht das auf die Körperkraft, aber ich guck mal, ob ich heute Glück habe. Natürlich habe ich heute Glück, ich wollte die 10 neu. Okay. Okay. Ja, dann hau rein. Hau rein, gucken wir mal. Das ist sogar geschafft. Boah. Ja, sie ist wertvoll. Ich werde die mal an mich nehmen. Metall. Warum? Damit Ragnar sie nicht in seinen Hosentaschen verschwinden lässt und sie dann aus irgendeinem Grunde verliert. Was soll das denn heißen? Du weißt ganz genau, was das heißt. Ich würde ganz gerne mal Menschenkenntnis würfeln, der scheint mir zu lügen. Das ist nicht die reine Wahrheit. Er sagt die Wahrheit. Nö, das glaube ich nicht. Der meiste sagt dir, die ist wertvoll und du sagst, ich steck die ein. Glaube ich nicht, bezweifle ich. Ich denke, irgendwann sollte die Bit behalten. Der Mann sieht vertrauenswürdig aus. Und ja, der Magier. Ich glaube Ömer auch alles. Und ich würde sagen, der Magier. Dann behalt Ömer sie, aber gib sie nicht Ragnar. Also weiter. Aber mir haltet sie doch einfach feste, dann. Ihr seid ja ein ganz, gut, ganz. Gut. Ein Erfolg. Aber der Abelmir hatte ich doch irgendwie schon zu irgendwelchen bösen Sachen verleiten wollen. Drachenmagie. Der wollte mich dazu verleiten, die Stadt illegal zu verlassen, aber das haben wir doch geklärt, das ist ja nicht passiert. Genau, so sollt ihr nie sagen, natürlich. Vielleicht solltet ihr die Residenz aussuchen und ich kümmere mich hier um das Rathaus. Wir finden wir euch dann wieder, wenn ihr da rausgeht, weil ihr denkt, ihr müsst voll zum Hotel Seelander. Wir treffen uns im Seelander in, sagen wir, 2 Stunden. Natürlich. Und das findet ihr? Ja. Sehr gut. Am Hauptplatz. Natürlich. Am Hauptplatz. Ich nick dem Magier einmal zu. Ich hab noch eine Karte. Guckt. Wie kommt zu der Karte? Ich male da einmal mit dem Kohlestift drauf. Und da wohne ich. Genau. Da. Ah, sehr schön. Ja, ihr trennt euch. Aber mir geht ins Rathaus. Was machen die anderen? Hesindetempel. Ich folge jetzt auch mal Jalan. Oh ja. Pass auf, dass der Typ, der die Perle hat, also Ömer, nicht wegrennt. Ich hab die Perle doch gar nicht, der hat doch Abelmir. Warum hat da die Abelmir? Nein, Abelmir hat die nicht. Ich sag, wir bringen die Perle zu dem Tempel. Abelmir hat nicht die Perle. Nein, ich hab dann die Perle und hier, Jalan, ich hab die Perle. Wir zeigen die gleich vor und die werden schon wissen, was sie zu tun ist. Gut, Ömer hat die Nummer 2. Was möchtest du im Rathaus? Ja. Ja, ich würde vorsprechen bei dem Gilden, dem Zumpfvorsteher wahrscheinlich, oder dem Stadtratsvorsitzenden, ich weiß nicht, was das heißt. Also zum Bürgermeister wirst du jetzt nicht vorgelassen. Was ist dein Anliegen? Ich wollte unsere Maßnahmen gegen diese magischen Überfälle, Illusionen, was wird getan? Also ich habe ihn beim Stadtsekretär angemeldet. Beim Staatssekretär. Ja, die Stadtwache wird verstärkt. Sämtliche Leute, die auf Pendeln sind, werden dann einfach aus den Außengebieten abgezogen. Die Stadtmauern werden verstärkt, das Innere wird verstärkt und auch das Militär wird dann eben so ausgerüstet. Die Kaiser-Reto-Kaserne im Norden wird dann eben auch mit Waffen bemannt, sodass dann eben auch Soldaten im Inneren der Stadt patrouillieren und man auch auf Orks aufpasst. Man verstärkt auch gerade aus Richtung Norden bei der Reichsstraße
ja, die Reiter, dass dann eben auch Meldereiter Auskunft geben können, wenn irgendwas aus Richtung Schwarzen Landen kommt. Ja, man versucht sich jetzt da eben zu bemühen, auch die Bandstrahler patrouillieren in der Stadt, Ausgangssperren, die dann teilweise verhängt werden oder verhängt werden sollen, das wird wohl so laut Protokoll dann demnächst eintreffen. Das ist so das, was jetzt demnächst passiert. Ich möchte gerne ein Ausnahmeformular beantragen für mich und fünf andere Personen. Da musst du leider ein Formular ausfüllen. Das mache ich gerne. Ja, okay. Habt ihr das Formular da? Zwei Silbertaler. Gut, hier. Ist es vielleicht Rechtskunde, dass sich dort die ganzen Formulare zu wühlen? Ja, auf alle Fälle. Und das ist eine fremde Kultur, plus drei. Haben wir Rechtskunde? Stimmt. Weißmagier haben Rechtskunde. Eine Sekunde. Plus drei, oder? Plus drei, fremde Kultur. Schicksalsmann? Ja. Ich würfel dann die 17 neue. Hab ich mir gedacht. Oh, super. Ja, du kommst mit den Formularen nicht so klar und keine was Ahnung. Was muss ich hier schreiben? Wir springen erstmal zurück zum Pentagon-Tempel. Ja, hier war, ich muss gerade überlegen, Jala Ragnar war hier schon, die anderen noch nicht. Ein fünfseitiger und kein sechsseitiger Tempel. Sechsseitig wäre normalerweise üblich, aber in diesem Fall der Pentagon-Tempel hat fünf Ecken. Ja, könnt dann durch die große Eingangshalle in das Innere gehen. Bibliothek, viele, viele Leute, die hier studieren. Ja, paar Gesindegeweihte, die hier herumlaufen. Paar, ja, Eleven oder Scholare und, ja. Kommt dann ein etwas älterer Mann auf euch zu mit Nickelbrille und Krückstock. Ja, was kann ich für euch tun? Herr Würden? Ja. Wir wurden gerade Zeuge eines sehr seltsamen Zwischenfalls. Mein Begleiter hier hob diesen Gegenstand auf, Ömer. Ömer trägt die Pelle vor. Oder gibt es überhaupt einen Geweih? Ja, kurze Zeit später. Er rückt dann mal seine Nickelbrille ein bisschen zurecht, hält die ins Licht. Mäh, lang nicht gesehen. Meteoreisen. Gib dir die Perle wieder zurück. Zayat-Symbole. Kurze Zeit später wurden wir von sehr seltsamen Illusionen heimgesucht. Ja, das erklären die Zayat-Symbole ja auch sehr deutlich, wer sie lesen kann. Täuschung, Licht und Geräusch. Eine verbotene Sprache. Ein sehr wertvolles Stück. Abgesehen davon, dass es wohl wertvoll sein muss, ist es gefährlich? Ja. Da habe ich ein paar Bücher. Illusionsmagie, das ist der vierte Gang im ersten Stockwerk, die Treppe hoch. Lieber mit Telesa die Theorie der Wahrnehmung und der Beobachtung und 100 Dinge zu schrecken den Dieb. Das wären wahrscheinlich die Bücher, die ich da empfehlen würde. Schaut euch an. Ich bin mir sicher, dass danke. Woher gibt es denn hier vielleicht Experten, die das schon gelesen haben, die das uns dann vielleicht beraten können? Die das gelesen haben? Ich habe sicherlich in meinem Verlauf alle Bücher gelesen, aber so viele Bücher, da vergesse ich viel. Nein, da müsstet ihr, wenn ihr genaueres wissen wolltet, nachschauen. Ich bin kein Magier, müsst ihr wissen. Liest euch einfach die Bücher durch. Es sind, wie gesagt, nur drei Stück. Einfach querlesen und dann werdet ihr sicherlich eure Informationen bekommen. Pro Buch 1W20 plus 15 Spielrunden minus Lesen und Schreiben THW der entsprechenden Schrift. Hat jemand Bosparano? Ja. Gut, dann für das erste Buch 1W20. Ich werde mich nicht hier hinsetzen und Bücher wälzen. Ich auch nicht. Okay. Ragnar schon. Also ich setze da den Magier hinterher drauf an. Das kann er machen. Ich rück Magda Ragnar die Kugel in die Hand. Hier, dann könnt ihr dann die Bilder vergleichen. 8 plus 15 sind 23, minus dein Wert in Bosparano, wenn du dich so viele Spielrunden hinsetzen willst.
Ich dachte, ein kurzlicher Zeichen. Ja, okay, dann kann ich doch keine Proben darauf machen, weil ich kein Bosporano habe. Du machst das Buch auf, du hast Kopfschmerzen. Ja, ich krieg die Kugel von Ömer, ich bin glücklich, ich tue so, als würde ich da irgendwas lesen. Jo, kann man dir erstmal das Gegenteil nicht beweisen. Wir werden Adeptus Avelmir entsprechend darauf ansetzen. Also dein Ragnar möchte noch alleine hier bleiben. Ja, ich denke, ich werde jetzt erstmal hier meine Studien anfangen. Nun gut, versuch nicht in die Kugel zu beißen, vielleicht ist sie ja giftig. Immer, kannst du mir wohl einen Gefallen tun? Klar, wenn ich kann. Haben wir noch diese Karte von Avelmir? Avelmir hat die Karte von Avelmir. Nun, da es jetzt wohl zu spät ist, noch bei der Regierung vorzusprechen, werden wir uns wohl zum Selander begeben. Das ist doch mal ein nicht vernünftiger Vorschlag von euch Langbeinern. Und dann morgen in der Taufrische uns um unsere Angelegenheit bekümmern. Kannst du mir wohl den Weg weisen? Natürlich kann ich euch zum Selander bringen. Danke. Und überbringt die Leute sozusagen direkt über die einfachsten Straßen, die ihr hier so mittlerweile kennengelernt habt, verstehen gelernt habt, zum Selander. Gut. Herr Gnaden, er ist so ein Meer-to-Ohr-Eisen. Frage ich den Typen mit Nickelbrille? Ach so, mich. Nun, Meteoreisen. Arcanium. Das ist sicherlich einiges wert, aber. Nun ja, so wo es bereits geformt ist. Ein Artefakt. Ich vermute, das wurde bereits ausgedöst. Das mehr wird als das hier und ich zaubere mal 100 Gramm Mindorium aus meiner Tasche hervor. Nein, sicherlich nicht. Mindorium, lange nicht gesehen. War auch deutlich schwerer, als diese Kugel hier zu beschaffen. Aber sagt, könnt ihr mir vielleicht bei meinen Studien helfen? Ich bin gerne bereit, mich euren Studien anzuschließen. Ich bringe hier gerne etwas bei. Das freut mich zu hören. Ja, dann würde Ragnar quasi einfach nur nach Bildern in diesen Büchern suchen. Wenn er mal irgendwelche Bilder findet, die ähnlich aussehen, würde er sie dem Geweihten zeigen. 2 Stunden später kommt Avelmir verzweifelt mit ein paar zerknitterten Zetteln, 5 Stück an der Zahl, wieder an Zylander. Bisschen rumradiert. Das war schwierig. Wirkt ein bisschen erschöpft irgendwie. Ha, hier, nimm diese Zettel. Es sind Schriftstücke, dass ihr euch nachts in der Stadt frei bewegen könnt. Es wird anscheinend eine Ausgangssperre ausgerufen. Aber ich konnte eine Ausnahmegenehmigung erreichen für uns. Hier steht aber Antrag drauf, vorher. Ist schon unterschrieben. Sieht da unten? Da. Aber hier steht Antrag drauf, vorher. Da fehlt auf alle Fälle der Stempel vom Rathaus und die Unterschrift. Ach, verdammt. Jetzt muss ich nochmal hin. Zum Glück habe ich die 37 noch. Ja, da. 13. Ich dachte, die 100. Ich auch mal. Glaubt ihr, das wird als Fälschung angesehen? Man zeigt mal auf die 13. Man kann es ja bestimmt erklären. Das war ja nicht ernst gemeint von diesem. Das war ja nur ein Witz. Genau. Ah, ich hoffe zumindest, ich verstehe noch am Humor. Gut, was habt ihr erreicht bei meinem Sinnetempel? Die Kugel hat irgendwelche komischen Zeichen drauf und die sind mit Illusionszauberei verknüpft. Und ihr seid der Fachexperte und Ragnar versucht sich gerade durch irgendwelche Bücher durchzulesen, die ich nicht lesen kann. Durchzuwälzen im Hesedetempel. Ich glaube, er hielt es falsch rum. Ihr solltet ihm vielleicht unter die Arme greifen. Vielleicht sollte ich ihm beistehen. Ja, eine gute Idee. Hier, nimm diese Zettel. Ich könnte nochmal hin zur Stadtakademie gehen und die unterschreiben lassen. Hier, drückt euch die Zettel in die Hand und geht dann Richtung Hesedetempel. Ja, mittlerweile ist es auch spät in der Nacht. Ungefähr, 21 Uhr. Ja, Lahn, ich zeige euch den Arzt. Kommt mal mit, ihr seht ja auch verwundet aus. Immer geht mit dem Magier mit. Ich kann mir die Ärzte hier nicht leisten. Arztwerk. Die sind im Zimmer mit drin. Gut, wenn er sowieso bezahlt ist, dann wird es Avelmir kein Schaden sein. Richtig. Was genau waren das für Zettel, die er euch gegeben hat, Ömer? Ömer ist anscheinend weg, der ist mit Abel gegangen. Das kann er schon raus.
Was genau war das jetzt eigentlich mit dem Rathaus und diesen Zetteln und allem? Ja, nee. Ich verstehe das eh alle nicht, was ihr für komische Sachen macht. Was waren das überhaupt für Leute, die uns angegriffen haben? Ihr schien die Leute da zu kennen. Alte Bekannte. Tote Bekannte teilweise. Gar nicht gut. Dann brechen wir uns nicht allzu sehr den Kopf darüber. Mit seltsamer Magie lässt man sich am besten die Experten befassen. Das stimmt, das stimmt. Dann würde ich zu dem Doc gehen, bei dem ich heute schon mal war. Dir meine Kopfwunde angucken lassen. Ja. Während du verarztet wirst, wirst dann eingespannt, damit er da ordentlich dann deinen Kopf verbinden kann, wird dir gereicht gefülltes Perlhuhnbrust auf glasierter Zuckerschote. Ja, oh, schick, schick. Müsst ihr mal probieren, ja, anscheinend. Was für den kleinen Hunger. Und während Abel, mir und Ömer gemeinsam auf dem Weg zum Pentagon-Tempel sind, spät in der Nacht, um Ragnar zu unterstützen und die anderen sich ein bisschen erholen im Selander, beende die Runde für heute und wir werden uns dann beim nächsten Mal wiedersehen.